Herzlich willkommen beim Herbstfinale für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Wir sind mal wieder am Hauptbahnhof, wo viel los ist. Die Schüler sind aus ganz Deutschland angereist und wir haben mal gefragt, wie die Stimmung ist. Was erwartet ihr von dem Event hier? Dass es schön wird und dass wir gute Zeiten schwimmen. Wir sind schon das zweite Mal hier, wir wissen also, auf was wir uns hier einlassen. Und wir wissen, dass es schön wird und darauf freuen wir uns einfach. Das Wettbewerb für mich bedeutet eher, dass ich so Freundschaften knüpfe, meinen eigenen Erfolg, also mich selbst messen kann und auch mit anderen. Ja, es ist eine sehr gute Sache. Wir freuen uns auf die ganzen Wettkämpfe hier und auch auf die Party am Mittwoch. Was macht der Reiz aus von Jugend trainiert für Olympia? Dass es halt schon mit in so jungen Jahren losgeht. Wir sind jetzt mit der jüngsten Wettkampfklasse hier mit beiden. Die sind teilweise erst 11 Jahre alt und für die ist das was ganz Besonderes. Hier alleine vielleicht zum ersten Mal ein paar Tage von zu Hause weg bis nach Berlin und dann noch einen sportlichen Wettkampf. Und wir haben alles gute Sportler dabei. Also ich denke, das ist eine gute Gelegenheit für die. Was erwartet ihr von dem Turnier? Natürlich, dass wir gewinnen. Also. Ja, und dass wir viel Spaß haben und dass wir alles geben. Viel Spaß, möglichst ein Podiumsplatz und wir haben schon eine sehr große Vorfreude auf die Abschlussfeier schon, ja. Früher war es für mich auch gar nicht so möglich zu schwimmen, weil ich ja an der Dialyse war. Und dadurch jetzt, dass ich sogar hier mitschwimmen kann, finde ich das für mich persönlich sehr toll. Wie man sieht, sind wieder Massen an Schülern angereist. Wir erwarten spannende Tage beim Herbstfinale von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Und Hauptstadt Sport TV ist immer für Sie dabei.